Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute wird es ganz besonders, Freunde, denn meine PlayStation 5 ist endlich da und ich darf sie endlich mit euch zusammen auspacken. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wer von euch heute die PlayStation auch schon bekommen hat, wer vielleicht noch warten muss und wer vielleicht überhaupt gar keine vorbestellen konnte. Freunde, ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt auf jeden Fall mal aus und legen direkt nach dem Intro los. Fangen wir auch direkt an und schauen uns erstmal die Verpackung an, denn hier sehen wir auch schon 8K, 4K 120 und HDR. Lasst mich auch dazu nochmal kurz was sagen. 8K, das wird auf jeden Fall beim Zocken nichts werden, da bin ich mir zu 1 Million% sicher. Ich weiß gar nicht, ob Sony sich dazu schon geäußert hatte oder nicht, aber 8K wird eher fürs Videoschauen gedacht sein, dass die PlayStation das quasi unterstützt. Aber Zocken in 8K, das wird hundertprozentig nichts, abgesehen davon, dass wahrscheinlich auch kein Mensch einen 8K-Fernseher besitzt oder so gut wie keiner. 4K 120 ist auch so ein Thema. Bei anspruchsvollen Games wird das hundertprozentig auch nicht der Fall sein. 4K 120, wenn überhaupt 4K 60 FPS oder wenn wir in Full HD gehen, dann vielleicht mit ein paar Frames mehr. Ansonsten bei nicht so anspruchsvollen Games wird das schon eher passieren wie, es gab zum Beispiel auf der Xbox Ori and the Wisp of irgendwas, ja. Da ging das auch, 4K 120, es kommt halt immer aufs Game drauf an. Ansonsten haben wir hier vorne nicht mehr viel stehen. An der Seite, was haben wir hier? PS5, ganz, ganz easy. Und auf der Rückseite haben wir hier nochmal die PlayStation abgebildet. Und ich habe hier noch so einen Tesafilm draufgeklebt mit der Information, dass dieses Paket bei Mediamarkt gekauft wurde. Denn ich bekomme heute ein paar mehr und ich darf die Konsolen nicht vertauschen. Ich bekomme nämlich auch noch von Sony eine zugeschickt und die geht dann auch wieder zurück, ja. Ich hätte mir gewünscht, dass die von Sony ein bisschen früher gekommen wäre. Dann hätte ich euch auch vorher ein Unboxing machen können. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt so. Deswegen steht hier Mediamarkt drauf, dass ich die Konsolen später nicht vertausche. So, 825 GB. Davon geht auf jeden Fall auch nochmal ein Stück an Systemspeicher ab. Das heißt, wir haben irgendwie 650 oder sowas, so um den Dreh. Werde ich dann euch im Review später nochmal ein bisschen näher erklären können oder sagen können, wie viel wir da genau haben. Ist verdammt wenig. Ist wirklich sehr, sehr wenig. Wir haben aber die Möglichkeit auch da, den Speicher zu erweitern. So, ansonsten haben wir hier nicht viel draufstehen. Ich würde sagen, Freunde, lasst uns keine Zeit verschwenden. Lasst uns das Ding jetzt endlich mal aufmachen. Dafür brauche ich mein Messer. Wir schneiden hier oben einmal die Sicherheitssiegel einmal ab. Und dann können wir das Ganze hier auch schon öffnen. Und jetzt bin ich gespannt, Freunde. Selbstverständlich habe ich auch schon ein paar Videos gesehen, aber das Ding noch selbst nicht in den Händen gehalten. So, hier haben wir das weiße Paket. Das müssen wir jetzt auch nochmal öffnen. Und was haben wir hier? Weitere Kartons in den Kartons. So, hier kommt uns schon etwas entgegen. So, schauen wir mal. Einmal der Controller, den legen wir erstmal zur Seite. Dann hier haben wir noch ein bisschen was. Das kann auch alles erstmal zur Seite. Und dann kann ich das, glaube ich, hier auch komplett rausnehmen. Ne? So, perfekt. Und dann kommen wir zum wichtigsten Teil, und zwar zur PlayStation, meine Lieben. Denn zum Controller habe ich ja bereits schon ein Video gedreht gehabt. Ich habe nicht nur den Controller euch gezeigt, sondern das Ganze auch sogar aufgeschraubt und geguckt, ob wir daraus einen SCUF-Controller bauen könnten. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr hier oben irgendwo abchecken, einfach draufklicken und das Video gönnen. Dementsprechend, ich weiß schon, wie der Controller ist. Ist ein nicer Controller, kann man echt nichts sagen, ja. Aber habe ich schon ein Video zu gemacht, deswegen brauche ich darauf nicht näher eingehen. Mich interessiert nämlich jetzt die Konsole, meine Lieben. Die Konsole, die ich jetzt auch endlich in den Händen halten darf. Ich weiß, manche machen schon Witze, ich habe sehr große Hände. Dementsprechend wird wahrscheinlich die PlayStation 5 in meinen Händen auch ein bisschen kleiner aussehen als in Händen von anderen. Aber schauen wir uns das Ding an, Freunde. Schaut es euch an. Guckt mal hier. Es sieht auf jeden Fall mega, mega nice aus, Freunde. Das ist jetzt mein erster Blick und ich weiß, jetzt habe ich alles dahingeschmissen. Aber das ist jetzt mein erster Eindruck von der PlayStation 5. Ich persönlich muss sagen, ist doch größer, als ich gedacht hätte. Also das Ding wiegt auch schon ein bisschen was. Aber es sieht mega cool aus, wirklich. Was mir nicht so gut gefällt, das habe ich auch in den Videos schon gesehen, ist diese Plastikfront hier vorne. Die ist halt Hochglanz, das sieht zwar schick aus, aber ich finde, es wirkt halt auch ein bisschen billig, muss ich ehrlich sagen. Kein Hate an der Stelle, Freunde, bevor ihr mich jetzt hier in den Kommentaren bombardiert.
Die Konsole an sich wirklich mega, mega futuristisch. Sieht auf jeden Fall mega nice aus, wie so eine Zukunftskonsole. Aber das hier vorne sieht halt einfach billig aus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr schon die PlayStation habt, wie ihr das findet, ob ihr das genauso seht wie ich oder nicht. Also, ich denke, die ist auch wird auch sehr kratzanfällig sein. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber das ist die PlayStation, Freunde. Wir sehen es hier. Sieht auf jeden Fall mega schick aus. Wir haben hier drinnen noch Sony stehen, hier an der Ecke. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann oder auch nicht. Hier steht Sony drinnen. Ansonsten haben wir hinten nochmal zwei USB-Eingänge. Einmal für unser Internetkabel, ein HDMI-Kabel, Netzstecker und hier vorne nochmal USB und USB Typ C. Eject für die Disk und einmal zum Anschalten. Dann haben wir natürlich auch noch einen Standfuß. Den Standfuß können wir dann auch anbringen. Das will ich auch mal sehen, wie das dann aussieht, wenn wir den Standfuß hier befestigen. Ich glaube, da brauche ich irgendwo eine Schraube. Da muss ich mal kurz schauen. Ja, Freunde, ich habe jetzt locker 5 Minuten die Schraube gesucht und gerade per Zufall entdeckt. Also für diejenigen, die sich auch eine PlayStation gekauft haben und die Schraube suchen, ganz einfach. Das Ding ist hier so ein bisschen doof verdreht. Das kann man aber nochmal drehen und hier drinne ist dann die Schraube. Ja, also ich zeige es nochmal hier rein. Das Ding kommt quasi, beziehungsweise ist bei mir so angekommen. Einmal drehen und dann ist die Schraube hier drinne und die kann man dann einfach rausnehmen. So, und hier ist dann so ein Plastikteil drinne in der Regel. Das habe ich schon mal abgenommen. Das hat hier drinnen gesteckt. Habe ich mit den Fingern auch rausbekommen. Dann legt man das Ding hier oben drauf. Schraube rein. Und dann brauchen wir einen Schraubenzieher und können das hier oben festschrauben. So, feste. Passt. Und jetzt stellen wir das Ganze mal hin. Schraubenzieher runtergefallen. Und dann steht das Ding bombenfest. Also ich persönlich muss sagen, ja, mit dem Standfuß, das ist auch ein bisschen geschmacksbedürftig. Ja, also es sieht okay aus, hätte man vielleicht anders regeln können. Es sieht ganz nice aus, aber da wird es in Zukunft 100 Pro. Ich habe sogar auf Amazon gesehen, gibt es jetzt schon welche, wo man dann die PlayStation reinlegen kann, wo dann auch genug Luft noch rauskommt. Und das ist dann aber schon ein bisschen mehr in der Form von der PlayStation. Gibt es vielleicht das ein oder andere, müsst ihr mal nachschauen. PlayStation 5 Standfuß. Und es wird natürlich in Zukunft noch viel, viel mehr Zubehör geben. So, Freunde, das war's mit meinem Unboxing. Ich bin jetzt natürlich mega aufgeregt. Und das Ding auch mal anzuschließen und zu testen. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch ein ausführliches Review dazu geben. Abonniert diesen Kanal, falls ihr das nicht verpassen wollt. Ein Review zu der PlayStation 5. Dann wird es auch noch mal so ein bisschen Vergleich geben mit der PlayStation 4. Was hat sich verbessert? Und natürlich auch noch das Wichtigste von allen. Ein Vergleich mit der Xbox Series X. Denn diese zwei Konsolen sind halt aktuell richtig krass. Und die eine Konsole hat Vorteile, die andere hat Vorteile. Und beide haben auch ein paar Nachteile. Und die möchte ich euch auf jeden Fall mal näher bringen. Für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht entscheiden können, welche Konsole es denn sein soll. Ja, da kommen auf jeden Fall noch einige Videos auf euch zu. Und auch noch ganz wichtig, ich bin schon dabei zu klären, einen SCUF-Controller zu bauen. Und zwar einfach so, dass ihr das auch bauen könnt. Ja, es gibt schon ein Video, habe ich gesehen, da wird viel gelötet und direkt auf die Platine drauf. Das will keiner machen. Dementsprechend, ich bin schon dabei. In den nächsten 1 bis 2 Wochen wird es auf jeden Fall für euch auch da ein SCUF-Umbau-Video geben, wo wir den PlayStation 5 umbauen. Also seid gespannt, Freunde. Abonniert diesen Kanal, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, falls ihr das alles nicht verpassen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald wieder. Euer Raton. Peace.